Willkommen zurück zu Witcher 3. Ich bin euer Firobo und dieses Kind schubst mich immer noch. Ich will es töten. Ein Spaß. Dafür tötet man keine Kinder. So, wir haben eine Quest hier. Die können wir erledigen. Und wir haben vielleicht sogar noch ein bisschen was zu erkunden hier. Ich glaube, aber die Fragezeichen hier kriegen wir erst, wenn wir den hier gemacht haben. Ich weiß nicht. Wir schauen einfach mal. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal trotzdem die Quest, weil die wird uns Erfahrungspunkte bringen. Also wir können mal ein bisschen leveln, dann können wir vielleicht mal unsere Sachen upgraden. Also reden wir mit diesem Fischer, der sich in Decken gehüllt hat. Was gibt's denn? Ich habe eine Aufgabe für dich. Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort reden. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Und plötzlich schlugen Blitze ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jemand muss was gegen den Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Habt ihr versucht, ins Innere des Turms zu gelangen? Ob wir es versucht haben? Noch an dem Morgen, als der Turm aufgetaucht ist. Wir sind alle losgezogen. Das ganze Dorf. Wir wollten den Besitzer begrüßen, sollte er friedliche Absichten haben. Oder vertreiben, hätte er Böses im Sinn gehabt. Wir haben geklopft und gepocht, aber niemand kam. Also haben wir die Tür geöffnet. Und unsere Knie sind weich geworden. Warum? Hinter der Tür war eine Fläche aus Wasser. Aber aufrecht. Sowas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Der Druide hat gesagt, das wäre Magie. Er ist mit 5 tapferen Kerlen reinmarschiert. Seitdem kein Zeichen von ihm. Gut, ich werf mal einen Blick hinein. Wenn du drin bist, zieh dich bitte nach dem Druiden und den 5 Männern aus unserem Dorf um. Wäre schade, sie zu verlieren. Du hast mein Wort. Möge Hemdal dich führen. Hemdal oder Heimdal? Ah. So. Zack, zack, zack. Aber schön, dass er sagte, ja, gehen wir bei mir. Und wir stehen trotzdem draußen, ne? Und nicht im Regen. Sehr komisch. Gegen euch habe ich ja schon gekämpft, von daher. Alles gut, wir sollen den Turm betreten. Ach ja. Wer wäre da? Oh, so viele andere Orte noch hier, die wir erkunden könnten. Ich bin ein neugieriges Kerlchen, ne? Muss ich ja sagen, deswegen gucken wir uns das mal an, das seite ich um, oder? So, was haben wir denn hier? Da ist schon mal Monster. So, haben wir hier eine Art Arena. Aus, ne? Geht's hier auch nochmal weiter? Okay. Dann sind wir jetzt hier. Was Großes? Ein Bär? Ein Bär! Oh. Aber der weiße Bär war sehr schnell down. Eisbär. Okay. Und hier wachsen wieder sehr viele Pilze. Jetzt schon am Kartenrand. Was wie klein die Map eigentlich ist, ne? Hier. Also die Karte hier ist sehr klein. Ich hätte auch hier vorne noch was gesehen gehabt. Ein Eistroll. Noch einer. Okay. Okay, der ist auch tollwütig. Dann hauen wir ihn halt um. So, von ihm kriegen wir sogar auch was diesmal. Ja. Wollte ihn ja verschonen. Wahrscheinlich haben die Skelette ein bisschen was Geld bei sich. Ne? Irgendwas hat es noch hier mit auf sich, doch, ich erinnere mich. Irgendwas war hier noch. Das Skelett haben nichts dabei. Auch keine Höhle? Ne. Okay.
Das sind so Parts, an denen erinnere ich mich sehr geringfügig nur, muss ich gestehen. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall was war. Ach ja, dieses scheiß Klettern. Erinnere ich mich auch noch. Komm her, du blöde Sirene. Runter zu mir. Na hier. Zack, zack. Zack. Wer liegt jetzt dafür, sorry? Ah, jetzt hat sich befreit. Zack. Irgendwie will die nicht zu mir, ne? Geralt, ich drück nix, warum bewegst du dich? Jetzt an die ran. Okay. Warum auch immer plötzlich ein Schrei von ihr kam. Oh. Na gut. Noch einer. Zeig mir, was du zu bieten hast. Zu dünn. Komm mal her. Oh je, was war das denn schon wieder? Meine Kodierung wäre überlastet. Okay, cool. Ja, komm mal her. Ne? Wird das noch was heute hier? Ich weiß ja nicht. So, so, so. Jetzt kommen wir welche Haken plötzlich. Warum auch immer. Ich check's nicht, aber okay. So, wir dürfen uns jetzt noch nicht frei bewegen hier. Stimmt, daran kann ich mich erinnern, an diesen nervigen Part. Dass man eigentlich Jump'n'Run machen will und dann plötzlich fällt man runter, weil man halt im Kampf drin ist. Also, dass er einfach so nicht weggeht, einfach, das fand ich ein bisschen doof. Ich tue das dann so beibehalten. Dass man dann im Kampf ist man immer so unmobil. Leider. Deswegen sind alle Leute runtergefallen. Wahrscheinlich wurden die von den Sirenen getötet. Na, setzt doch hoch. Geralt, ist auch immer dann so abkicken muss, weißt du? Dass er sich festhält oder so. So, was haben wir hier? Nix. Noch mehr Tod. Noch mehr Leid. So. So. Was sind wir hier und was hat es uns gebracht? Nein, gar nichts, ne? Der Weg ist einfach weg. Ja. Papa. Nix so weit sehen kann. Wenn dann irgendwas Tolles hier, ein Hexer-Ding oder so. Irgendwas, das mich bereichert. Oh, da haben wir so eine Kletterspur, ne? Muss ich mich irgendwo hinführen. Zack. Haben wir schon mal einen schönen Barren bekommen. Ist doch schon mal was, ne? Und da sind wir auch den komischen Turm. Okay. Weiter geht's. Irgendwas. Ich noch weiter klettern, okay. Oh, okay.
Okay, hier ändert sich irgendwie die Luft oder so. Ach, schon unten war ja auch noch eine Tür gewesen, ne? Wir haben die Tür gar nicht angeguckt. Klappt. Und dann. Und trotzdem lassen wir hier lang. Was wir hier so finden. Mich führt eigentlich eine Quest hier hin. Ein Ort der Macht hat mich hingeführt, okay. Dann dazu. Magie. Ein Ort der Macht. Oh, eine schöne Reise. Bei dem nehmen wir gerne mit, den Ort der Macht. Denn wir kriegen dadurch einen Fertigkeitspunkt. Den würde ich gerne auch direkt ausgeben. Eine schöne Sache, die wir ausgerüstet haben. Oh, haben wir das nämlich auch direkt mit dem Bluteneffekt abgegradet. Sehr schön. So. Okay. Und das war's dann hier oben, oder was? Wo der Ort der Macht? Oder hast du eine Kiste? Oh. Ein Schwert gab's noch hier. Und hier gibt's noch einen weiter. Ach, hier dürfen wir rutschen. Ach, hier kriegst du wahrscheinlich direkt so gratis Rutschpart hier auch noch. Vielleicht sogar. Wir werden direkt zu einer Höhle geführt. Ja, von einem Abenteuer ins nächste, ne, würde ich sagen. Das klingt aber sehr merkwürdig. Ja, merkwürdig trifft es, glaube ich, ganz gut. Also lustig, dass wir unter Wasser nicht ansatzweise so eine Weitsicht haben wie über Wasser. Dafür gab es ja eigentlich diese eine kleine Errungenschaft, Aufgabe. Diese eine kleine Fähigkeitsding, glaube ich, ne? Und auf jeden Fall ein Monster. Ich kann auch, wo ich hier rauskomme oder so. Na, sollte mal langsam auftauchen. Kommen wir anscheinend von dem da. Das scheint ein Felstroll zu sein. Würde ich jetzt vermuten. Hier geht es ja noch weiter. Sollen wir erstmal hier gucken, was hier eigentlich auf uns wartet. Ich glaube, hier geht es nämlich noch weiter. Wollen wir uns das angucken? Ich denn hier auch? Hier komme ich schon. Oh. Du bist zwei Stück auch noch auf. Okay. Da habe ich mir schon gedacht, dass die sich gegenseitig gut verteidigen können. Gut, dass sie so ein ansatzweise niedriges Level haben, sage ich mal. Zweiten Down. Eieiei, und die Viecher können auch noch bluten. Uff. Eieiei. Okay. Ist aber über uns an der Oberfläche, okay. Interessant. Eieiei, das war ja Ricky Ding. Ja, ich glaube, Todesmarsch wird echt ganz Spaß sein, wenn ich ein New Game Plus Plus spiele oder so. Falls es überhaupt geht. Ansonsten Todesmarsch, ansonsten musst du Todesmarsch auf Dingens machen, auf neues Spiel nur. Und dann ein New Game. Das wird, glaube ich, schon echt ein bisschen hart. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin, ne? In irgendeine Höhle reingesprungen, weißt du?
Und einfach mal machen. Wird schon schief gehen, ne? Eieieiei. 4-4-4. Was für die? Kommst du wieder, ne? Richtige Jump-Mann-Höhle hier. Nichts versteckt, schade. Ah, hier gibt's auch keinen Zug mehr. Ah, hier ist einfach ein Ausgang. Okay. Okay. Zack. Hexerei. Und zack. Ich glaube irgendwie echt. Ich habe noch geschafft. Wir versuchen es die ganze Zeit und es passiert einfach nichts mehr. Ne? Irgendwie. Komisch. So, wir haben auf jeden Fall hier oben noch was zu tun. Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Einfach vielleicht mal eine Markierung setzen sollen. Hm. Oh, da scheint ja einiges plattgewalzt zu haben. Waren das die... Ja, oh, guck dir einfach dieses Schlachtfeld an. Doch ein Zyklop, du wusstest es doch. Renne. Ja, er interessiert sich nicht so dafür. Und lass ihn dann von dem gut wegbrennen. Uff. Eieiei, er hat einfach alles weggemacht hier, ne? Krass. Ich weiß gerne, wo das Loch ist, wo wir reingesprungen sind. Wo wir reingesprungen sind, wo wir hätten reinspringen können. Natürlich auch hier in der Nähe sein, ne? Hier vielleicht irgendwo. Ja, jetzt fast am Turm schon dran. Warum Mäuse? Fragezeichen. Also wir schauen uns mal überall um, ne? Rein, da scheint was zu sein. Das ist nur zerfallen, verwüstet. Und dann tippe ich mal auf Banditen. Und dann mal bändigen. Das ist alles, was du hast. Verdammt. Okay, gut. Geboxt. Na, jetzt das Neueste entdeckt hier. War leider nicht. Hm. Da sehe ich auch noch Kraut, okay. Ich hatte auch vielleicht schalte ich hier nochmal diesen Schnellreisepunkt-Tisch frei. Aber gut, dann nicht. Hä? Hä? Jetzt bin ich ja plötzlich in der Höhle drin. So. Extra aus. Bin ich einfach in der Höhle drin? Nein, ich will keine Plätze. Da bin ich plötzlich in der Höhle drin. Ja, ich will immer noch keine Plätze haben, Geralt. Danke, brauche ich nicht. Alles dazu hier, okay. Ist ein Zwergenschnaps und so. Nichts Großartiges. Aber die andere Höhle auch im Blick? Nee. Das ist nur die Höhle, wo wir rauskamen. Wir sind aber hier irgendwo rein. Ist die Öffnung der Tür hier irgendwie sein? So, da. So eine Rudelhöhle. Schluss mit lustig! Schneller! Alle zusammen! Schlag den Huren durch den Kopf ein! Ja. Hm. Wer so ein Schild hatte, war ziemlich schleppig. Ja.
wirst es nie lernen. Zack, zack. Naja. Dann halt so. Deswegen könnte ich ja nur sehen auf der Karte, aber nicht hören. Ah, ein Witcher-Symbol. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja. Sollten wir wohl. Weißt du, sollen die über die Lippe springen? Oh. Soll einfach hinten dran gucken, ne? Ja, gut, dass wir hier nochmal gucken waren. Hätte ich es sonst verpasst. Wir hätten es mit der Quest wahrscheinlich dann gefunden, aber trotzdem. War schon recht. Was ist die Zyklop schon wieder da? Ich weiß noch gerne, wo dieses Loch war, was wir gesehen hatten. Komisch. Wir waren auf jeden Fall auch krasse Monster unterwegs. Die hart waren. Wahrscheinlich werde ich dann irgendwann durch die Quest oder so, werde ich einfach da reinfallen. Sag ich ja. Uappala. Ach, das war die Markierung. Okay, cool. Oh, wie fies. Du fällst hier rein. Zum Beispiel, du fällst hier rein. Und dann kriegst du direkt von zwei von diesen Steinviechern noch auf die Fresse. Das heißt, müssen wir allerdings müssen wieder rausklettern, ne? Ah. Oh, klasse. Also nochmal tauchen und so. Ah ja, na gut, jetzt brauchen wir jetzt nicht mehr suchen. Was sagt ihr, ne? Ich fall da rein. Und was ist passiert? Ich bin reingefallen. Jetzt können wir wenigstens einfach durchlaufen. Durch die Höhle und sind dann fertig. Und kann einfach mal die Map gucken. Was? Wer wollte nicht schon immer mal die Map gucken, ne? So, zack. Dann gehen wir hier hoch. Zack, zack. So. Und hier den Jump des Todes. Blub. So. Bam, bam. Sehr schön. So, jetzt können wir wieder. Ach ja. So. Und da unten noch Ertrunkene. Ich entdecke sehr gerne, wie man sieht, glaube ich, ne? Können wir den eigentlich auch manipulieren? Können wir auch, okay. Aua. Ja, gegen Ertrunkene ist das echt nicht so leicht. Aua. Nee, Geralt, du musst deinen Zauber viel schneller können. Jetzt haben wir das jetzt mal geschafft. Aber stecke fest. Ja, ja. Mann, du machst aber auch immer den falschen, ne? Komm, 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 komm. Och, meine Fresse. Komm jetzt, bitte. Och, meine Güte, ey. Nutzen wir das mal so aus. Ich weiß, dass ich nicht trefft. Na? Sehr schön, jetzt haben wir den. Das ist ja eigentlich alle theoretisch umkloppen können, oder?
Schloss. Los, komm. Da war noch einer. Schön. Lass mich da noch beide Dinger treffen. Das war der falsche. Aber jetzt kann ich den anderen wenigstens verzaubern. So, jetzt solltet ihr euch auf die Fresse geben, oder? Richtig, komm. Betrefft dich ernsthaft. Zeit zu sterben. So. Ich habe wieder die Vermutung ja immer noch, dass wir. Einfach unser Verzauberter muss alle anderen töten, also 20 andere töten. Deswegen mache ich das immer noch so. Auch wenn es total nervig und anstrengend ist, aber was soll ich machen, ne? Es geht ja nicht anders. So. Wenigstens schön Loot hier oder so. Irgendwie gar nichts, ne? So wirklich. Hey, ich sehe da, als wäre ich noch irgendwie versunkener Schatz oder bewachter Schatz oder so. Hier ist ein alter Typ. Wir sehen allerdings keinen Schatz oder so von hier aus. Und wir tauchen gehen zusätzlich, weil ich nicht vor. Von daher, alles gut. Ist halt, halt so. Dip, dip, dip. So. Der Turm wartet auf uns. Okay. Da kreisen auch noch ein paar Viecher. Hier Viecher ist auch. Guck mal, haben wir Monster nichts gefunden. Sehr schön. Komm schon. Komm schon, ein Mistvieh. Quatsch. Zack, zack. Komm mal runter auf die Tatsachen. Harpchen haben hier ihr Nest. Naja. Hui. Komm. Ein Monster. Was noch kommt. Okay. Wäre jetzt eigentlich hübsch gewesen, dass ein Monster kommt, aber gut. Dann halt nicht. Sehe ich auch gerne. So, haben wir noch irgendwas hier? Ja. Was Geräusche oder so macht. Noch einen langsamen Geralt, der mir nicht laufen will. Los, Geralt, laufen. Da sind wahrscheinlich wieder Hunde. Okay. So, was hat es mit diesem Turm auf sich? Schauen wir doch mal. So, wir hören auf jeden Fall viel Brumm, Brumm, Brumm. Und haben ein Portal hier drin, okay. Norm geht's nicht. Hm. Ein Portal. Wir sollten vielleicht mal speichern, ne? So. Verdammt. Ja, Geralt mag ja Portale so gerne. Wunderbar. Das Portal ist geschlossen. Von außen sah er kleiner aus. Fehlgeschlagen. Ah ja. Für mich auch. Zum Glück ist mein Feuer so stark. Sie wurden wohl auch vom Golem empfangen. Ja. Hier drüben. Ich bin hier. Ach, ist das hier ein Zauberergefängnis oder was? Ist nix. Komm her! Bitte! Ja, einen Moment. Ich muss mal gucken. Erstmal looten. Oh. Nette Sachen.
Ersten Blick. Hier drüben. Endlich ist jemand da, um mich zu befreien. Noch dazu ein berühmter Hexer. Den Göttern sei Dank. Was für ein Glück, dass du in Kovir bist. Hat dich König Tankred geschickt? Oder die Gesellschaft für Magie? Weder noch. Und wir sind nicht in Kovir. Wir sind in Skellige. Die Leute hier haben mich angeheuert. Dein Turm hat einen großen Sturm über die Insel gebracht. Wir sind in Skellige? Wir wurden teleportiert? Oh, es ist viel schlimmer, als ich dachte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe. Der Turm ist mit einem defensiv-regulatorischen Magikon ausgestattet. Seines was? Seines magischen Verteidigungssystems. Es sorgt dafür, dass nur der Besitzer des Turms ihn benutzt. Wenn Eindringlinge kommen, werden die Zimmer verriegelt und der Zugang verweigert. Und da keiner von uns der Besitzer des Turms ist, hat der Golem mich angegriffen und dich eingesperrt. Und wie umgehen wir die anderen Schutzmaßnahmen? Wir müssen das defensiv-regulatorische Magikon deaktivieren. Der frühere Besitzer des Turms hat eine Abhandlung über das Beseitigen solcher Systeme geschrieben. Gottfrieds omniöffnendes Grimoire. Er müsste ein Exemplar im Turm haben. Bitte such es. Wenn ich es habe, kann ich versuchen, das Sicherheitssystem zu umgehen und dich nach Hause und den Turm nach Kovir zu bringen. Du scheinst zu wissen, wer ich bin, aber ich kenne nicht mal deinen Namen. Sigo Bunz, Magier und Zauberer am Hof in Pontvanis. Dieser Turm sollte mein neues Zuhause werden. Ich habe ihn bei einer Auktion gekauft. Einen Turm? Bei einer Auktion? Er gehörte Gottfried Stammfeld, einem bekannten Magier. Als er starb, haben seine Erben den Turm versteigert. Sie waren sehr misstrauisch. Niemand traute sich nachzusehen, was Onkel Gottfried in seinen bunten Gläsern aufbewahrte. Also ob die Inhalte ihm den Geruchssinn und sein linkes Auge gekostet hatten. Sie wollten den Turm mit allem darin verkaufen. Der Preis war unschlagbar. Ich konnte nicht widerstehen. Ich habe schon viele Wunder gesehen, aber ein Turm, der sich selbst teleportiert, ist mir neu. Dieses defensiv-regulatorische Magikon. Ich wollte darauf zugreifen. Es muss einen Fehler gegeben haben. Die Evakuierung wurde eingeleitet. Das Portal hat sich geöffnet und wir wurden nach Skellige katapultiert. Dadurch sind elektromagnetische Störungen entstanden. Deshalb der Sturm. Ich habe versprochen, den Sturm zu vertreiben. Dann musst du Gottfrieds omniöffnendes Grimoire finden. Die Leichen dort drüben, das sind die Leute aus dem Dorf, oder? Sie sind vor ein paar Tagen gekommen. Ich war wegen ihrer Kleidung überrascht. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass wir in Skellige sind. Es waren nur wenige, von einem Druiden angeführt. Der Turm warnte sie, aber sie haben nicht darauf gehört. Die Leute von Anskellig lachen bei Warnungen nur. Hätte der Turm sie nett gebeten und ihnen ein Horn voll Met angeboten, dann wären sie vielleicht gegangen. Es ist an der Zeit, von hier zu verschwinden und den Turm heimzuschicken. Wo finde ich Gottfrieds Abhandlung? Weißt du das? Die Bibliothek wäre ein logischer Ort für die Suche. Der Schlüssel müsste im Labor sein. Wo liegt das? Wenn du den Raum gegenüber betrittst, siehst du links das Labor und geradeaus die Bibliothek. Aber vergiss nicht, du bist ein Eindringling. Der Turm wird versuchen, dich aufzuhalten oder dir das Leben schwer zu machen. Wir werden sehen, wer zuerst kapituliert. Wer zuerst kapituliert, ja. Zerstören. Sie wurden wohl auch vom Golem empfangen. Sie wurden wohl auch vom Golem empfangen. Okay. Aber wo kommen wir denn definitiv dann Hexe? Ach. Er hat also. Er ist jetzt aufgemacht oder was? Ich habe eine starke Vermutung. Ja? 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 Spiel? Hallo?
War es wohl nicht. Wir haben jetzt mehr Richtungen. Ja, das war die erste, oder? Obwohl, da führt nämlich der Wegweiser hin, dann war es die andere. Oh. Die andere Richtung ist erstmal dicht. Okay, cool. Dann müssen wir da erstmal einen Weg frei machen für. Also doch hier lang. So. Könntest du mich bitte nicht töten, Turm? Ich bin doch nur ein armer Hexer. Okay. Ah, gut. So, jetzt ein Schlamm, meine ich. Muss ich sagen, das ist doch nicht. Dann will ich was gegen mich kämpfen, oder was? Es greift der an. Das muss der Schlüssel sein. Ja. Oh. Mehr Werwolf. War ja auch schon da unten. Eine Kuh. Okay. Kuh hat mich jetzt aufgehalten, auf jeden Fall. Das ist einfach eine Kuh. Ja, dann kommt wieder so Humor, weißt du? In Stücke gerissen. Ja. Ja, 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 ja. Ist ja alles so uns entgegengestellt, ey. Ja? Was ist das? Noch ein blutiges Kissen, okay. Hat der Jäger gepennt oder was? Und dann wurde er ein Stück gerissen? Ah. So, haben wir jetzt einen Schlüssel. Lassen die Kuh mal Kuh sein, ne? Würde ich sagen. Schauen wir uns mal weiter um. Hä? Was? Stößt den gerne Kopf. Geralt, stürzt mal den Kopfsimulator. Na? Haben wir davon einen Schuch? Dann kommen wir hier rüber da hoch. Da kommen wir. In der Theorie zumindest. So. Hexerzeichen. Aha. Hier noch hoch. Noch ein bisschen was, okay. Ach, die Kuh ist ja keine Bedrohung. Die lassen wir einfach mal. Wahrscheinlich wird sie jetzt zu unserem schlimmsten Erzfeind. So, und jetzt können wir hier lang oder was? Können wir jetzt einfach das Ding hier öffnen? Eindringen in der Bibliothek. Vollständigkeit der Sammlung in Gefahr. Ach du meine Güte. Wir machen. Ach, kann ich nicht tun, toll. Wir haben nämlich fast keine Heilung mehr. That's a problem. Wer Alchemie ist wer für Probleme im Haushalt? Band 3. Das ist es nicht. Alchemie für Probleme im Haushalt. Band 3. Das ist es nicht. Sieht aus, als wäre er erstickt. Schnitterpunkte und geomantische Linien. Nicht das, wonach ich suche. Mhm. Alchemie für Probleme im Haushalt. Band 3. Das ist es nicht. Nein, dann machen wir das auch. Oh. Gottfrieds omniöffnendes Grimoire. Das ist es.
Angewandte Golemantie. Ich muss weiter. Der verdammte Turm will mich vergasen. Hims, was ist denn Hims? Okay. Geister. Geister sind Hims, okay. Mondstaub, Geisteröl und Ignie. Warte, wieso soll ich mal eine andere Bombe ausrüsten? Fällt mir gerade ein. Die Mondstaubbombe, da haben wir die Mondstaubbombe sogar. Drachentraum ist auch mal einsetzen. Tanzender Stern. Die Mondstaub haben wir ausgerüstet die ganze Zeit, ne? So, die bräuchten vielleicht mal ein Upgrade, ne? Für die Mitro-Bombe, weil die haben wir noch nicht gebildet. Das ist der Stern und dann haben wir Mondstaub, genau. Oh, das ist eigentlich auch ganz gut, Drachentraum. Ja, na gut, das machen wir mal so, weil wir wahrscheinlich auf diesen Hims jetzt treffen werden. So. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen, um den Turm zu machen? Da werden wir auch hier vergast. Okay, sonst die Magier nur bringen, okay. Sie wurden wohl auch vom Golem empfangen. Hast du den Folianten gefunden? Ja, haben wir. Ist es das hier? In der Tat. Tritt ein wenig zurück. Ich muss die Barriere deaktivieren. Wie kannst du ihn wieder doch? Okay. Isolationskammer offen. Beunruhigende Hinweise auf Freiheit. Geschafft. Okay. Endlich. Sah einfach aus. Der schwierigste Teil kommt erst noch. Wir müssen ins Innerste des Turms vordringen und einen Deaktivierungszauber sprechen. Der Turm wird bestimmt alles tun, um uns aufzuhalten. Geh voraus. Eieiei. In die Kammer in der Mitte gelangen und versuchen, das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Das Defensiv... Was? Osweil Iferen Advigiat. Aha. Dann wollen wir mal, ne? Und der letzte Bereich hier zu sein. Okay. Jo! Oh. Eieiei. So. Eieiei. Zack. Da haben wir das Monster schon mal erledigt. So was? Oh, mit dem Schwert. Da haben wir aber nichts Neues. So, sonst haben wir alles.